Clayton's Cave. Weiß ich, ist auch nichts, glaube ich. Bei Randall. Kann ich den vielleicht dem Typen wiedergeben und dafür mir die Dings holen oder so? Das muss. Hey Bob. Nee. Oh. Nee. Okay. Unten gab's ja auch nichts. Oh, Leute. Ich habe jetzt wieder ein neues Item. Wow, aber sonst weiß ich auch nicht weiter. Was kann es denn noch sein? Das muss. Ich habe die Batterien rausgenommen. War ganz einfach. Was? Als ob? Warum? Warum? Das ist so nicht dein Ernst. Okay. Es ergibt aber Sinn, ja, das stimmt schon. Bitte sehr, Kumpel. 2 Batterien. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Blöd. Zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist, das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren, die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich alles mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Nee. Oh. Okay, das sieht gut aus. War jetzt echt. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Oh nein. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Eine Taube, komm. Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Auf keinen Fall. Mein liebes Radio. Was mache ich jetzt mit dem Radio? Das ist eine gute Frage, ne? Oh, warte mal. Oh, warte. Kann ich das Radio?
Kann ich das Radio jetzt hier an das Rohr stellen? Ja! Ja! Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Gib mir die Münze. Was zum... Wo zum Geier ist mein Busgeld? Ja! Oh! So, jetzt kann ich entweder Kondome kaufen oder Kaugummi. Das mag komisch klingen, aber ich werde mir mit meiner einzigen Münze keine Kondome ziehen. Ach, verdammt. Hätte klappen können. Okay, dann holen wir uns Kaugummi. Ach, Mann. Okay. U-Bahn. Melz Pfandshop. Pornshop. Pfandleihe. Ach, Gottchen. Münze. In den Kaugummi-Automaten. Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße. Echt so? Das ist so unfair. Ha, ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Das muss ich... Und die Überraschung ist... eine riesige Rolle Kaugummi. Kapseln. Kann ich jetzt dem Typen? Dem da, den kleinen Jungen. Ja. Willst du was Süßes, kleiner Freund? Was soll das denn sein? Tja. Bietest du mir wirklich dieses eklige Stück Kaugummi an? Hey, das ist... mit extra Zucker. Na und? Das ist immer noch doofes, ekliges Kaugummi. Ich dachte, ihr Kids mögt Süßes. Klar, zum Beispiel Bonbons, Schokolade, Gummibären, Eiscreme. Aber kein Kaugummi, du Arschloch. Okay, ich merk's mir. Eine Rolle Eck. Das ist keine... Was kann ich denn jetzt mit dem Kaugummi bitte machen? Kaugummi, Kaugummi, Kaugummi. Ja, kauen, ne, aber... Kann ich bitte... Hier, danke, danke. Kann ich dem Typen vielleicht das Kaugummi geben? Das ist mein... Das ist mein Kaugummi. Ich glaube nicht, dass... Okay, was kann ich denn mit den Kapseln? Kann ich sie wieder reinpacken? Nein, okay. Kann ich... Oh. Oh, schade. Den Baseball da reinpacken oder so, das wäre witzig geworden. Den. Kann ich die zusammenkleben? Muss ich gar. Was soll ich denn eigentlich mit Kapseln machen? Lieber nicht. Kann ich die Kapseln Bob geben? Ich glaub. Kapseln. Okay, Moment, gehen wir jetzt erstmal eine Runde wieder zu Murray. Vielleicht. Kann ich jetzt eigentlich. Das sollte ich lieb. Die Hälfte. Okay. Geh ich nochmal zu Murray. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Kann ich jetzt einen Abdruck machen? Kann ich hier. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ich einen Abdruck machen muss. Das ist keine gute. Blöd. Nee. Kannst du wieder haben, Murray. Sehr, sehr, Murray. Kann ich eigentlich... nee. Keine neue Option zu reden. Charlies Comics. Wir haben Kapseln. Wir haben... richtig hinsetzen. Können wir dem Typen Kaugummi geben? Das ist mein... Die Kapseln. Ich glaube.
Nee. Ich weiß halt auch nicht, was ich mit diesem vollgesaugten Schwamm machen soll, ne? Also jetzt mal im Ernte. Kann ich... Ja, es mit dem Kaugummi benutzen. Nee. Nein, okay. Das ist keine... Ja. Das ist keine... Das ist kein... Das ist kein... Ich glaub... Das ist kein... Das muss... Das ist kein... Das ist kein... Okay. Lieber nicht. Das? Das ist einfach nur dumm. Nee. Lieber nicht. Das ist... Lieber nicht. Ja. Das muss... Lieber... Damit... Lieber... Komm schon, irgendwas! Das muss... Lieber... Oh... Mann! Das muss nicht... Das muss... Das muss... Kriegst du den Hydrant irgendwie auf? Ich hab das Gefühl, ich muss den irgendwie kaputt kriegen, damit der Dieb irgendwie... Weiß nicht... Das ist kein... Damit mit dem irgendwas Lieber passiert nicht. Oder so. Glaube ich. Irgendwie. Ja. Kann ich mit dem Magneten. Ich hab den jetzt zum Dingsen holen. Zur Tür öffnen. Und zum Münze holen genutzt. Ich brauche halt irgendwie die Knarre von dem Typen. Und die muss ich dann dem kleinen Boy da geben. Das, Nee. Nee. Das... Glaub. Ich muss mir ein Megafon bauen oder so, ne? Nee. Muss ich. Das ist keine. Ein Verkehrshüter. Ich muss mir damit, glaube ich, irgendwie ein Megafon bauen. Das muss. Lieber nicht. Das habe ich ja alles schon gemacht. Irgendwie. Habe ich noch irgendwo was, was ich nutzen kann? Glaube aber tatsächlich nicht. Das ist kein. Das habe ich ja alles schon genutzt miteinander. Das? Das muss. Das muss. Nee. Ja. Das ist. Muss ich. Ich. Das muss. Es. Nee. Nee. Ja. Ich glaub. Das. Damit. Das. Das ist. Das muss. Hübsche. Was soll ich eigentlich mit diesen Girlanden machen? Ich hab keinen Plan. Leute. Das war's jetzt erstmal mit dieser Aufnahmesession, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet die Aufnahmesession. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Ich habe ein wenig offscreen rumprobiert und dann den Safe hier wieder geladen. Und wir müssen. Das ist nicht mit der Tür. Ja. Das Kaugummi mit dem Maßband austauschen. Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Verdammter Penner! Ich find dich schon! Du wirst dich nicht mal an mich erinnern. Ja, Leute. Somit haben wir jetzt ein Maßband und eine Nagelpistole.
Mehr weiß ich nicht, was wir machen müssen. Also ich schätze jetzt mal, also jetzt wieder komplett blind. Aber ich schätze mal, wir müssen jetzt erstmal die Nagi-Pistole dem Jungen geben. Weil der will ja eine echte Knarre. Funktioniert das? Hier bitte sehr, Junge. Das ist die ultimative Waffe. Was eine hässliche Bleischleuder. Die Farbe ist scheiße und aerodynamisch ist sie auch nicht. Was? Sag noch einmal was. Ich warne dich, sag noch einmal was, Motherfucker. Hör mal, Junge. Ich hab eine Menge durchmachen müssen, um an die Knarre zu kommen, okay? Haben dir deine Eltern denn gar kein Benehmen beigebracht? Mami, der Mann sagt, du erziehst mich falsch. Was? Hey, das stimmt gar nicht. Ich hab zwar was ganz Ähnliches gesagt, aber das nicht. Liebling, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Die sind alle etwas beschränkt. Ja, Mami. Du hast sie gehört, du Depp. Verzieh dich. Die Knarre ist doof, du bist doof und deine Frisur ist auch noch doof. Mein Abzeichen kriegst du nie. Alles klar. Hey, was zum Geier? Du magst zwar ein Plastikabzeichen tragen, aber ich hab mehr Bums. Wow, die Knarre ist klasse. Gib die her. Ah, ich liebe dieses Gefühl. Jetzt willst du also die Knarre haben, ja? Aber die ist gar nicht aerodynamisch. Und die Farbe ist scheiße. Nein, na, ich glaube, die schmeiß ich einfach weg. Sei doch nicht so ein Arsch. Wer, ich? Ich glaube, du verwechselst da was, Junge. Ich bin blöd, hässlich und doof. Stimmt's? Das heißt aber nicht, dass die Knarre nicht cool ist. Ich will, dass du drum bettelst. Dann kriegst du sie. Vielleicht. Ich werde sicher nicht betteln. Gib sie einfach her. Das war abgemacht. Na gut. Hier, aber sei vorsichtig. Super. Hier, meine Wasserpistole. Hey, warte mal, deine Wasserpistole? Das war nicht unsere Abmachung. Du sagtest, ich krieg das Abzeichen. Wenn ich dir das gebe, wie sollen dann die Leute wissen, wer hier das Sagen hat? Junge, du sagtest, du gibst mir das Abzeichen, wenn du eine bessere Knarre kriegst. Hab ich nie gesagt. Ich sagte, ich denk drüber nach. Oh, du willst mich wohl verarschen. Gib mir das scheiß Abzeichen. Nö. Was willst du jetzt machen? Das wirst du schon sehen, du kleines Monster. Das wirst du schon sehen. Alles klar. Jetzt kann ich in die Schlacht ziehen. Okay. Ein Maßband. Gesichert. Au! Was machst du da? Was ich mache? Ich wollte dich nur ein bisschen nass spritzen und du ballerst mir einen Nagel vor den Latz. Erst schießen, dann nachfragen. So bin ich halt drauf. Tja, die Haltung wird dich eines Tages mal in Schwierigkeiten bringen. Au! Lass das, ja? Wollte nur sicher gehen, dass sie funktioniert. Ja, das tut sie, verdammt. Alles klar. Der Junge ist böse. Er ist so böse. Haben wir jetzt eigentlich den Schwamm trotzdem noch? Nee. Und der Schwamm ist weg. Ja, meine Stimme, ey. Wasserpistole. Vielleicht mit dem... Spinnst du? Ich hab schon mein Opfer auf. Hast du denn Opfer ausgesucht? Echt? Wen? Meinst du etwa den Dieb? Oder Matt? Nee, den Dieb, okay. Ich glaub... Nein, okay, doch nicht. Wen meinst du denn? Hast du den Opfer schon ausgesucht, hey? Hell, vielleicht. Ansonsten probiere ich es gleich mit Matt. Was hab ich so ohne mit Hell? Spinnst du? Ups. Emma. Charlie. Spinnst du? Ah, ich hab aus dem Spiel geklickt. What the fuck? Ich hab das Spiel schon in Vollbild, ne? Und trotzdem kann ich aus dem Spiel rausklicken. Warum? Warum geht das? Ich hoffe, er meint wirklich Matt, weil sonst habe ich gerade keine Ahnung, wen er meinen könnte. Spinnst du? Ne, der meinte wirklich den kleinen Jungen, oder wie?